Ja, hallo Freunde der Aquaristik, Freunde der Nasenärmel. Ich weiß immer noch nicht, wie ich euch ansprechen soll. Aber ich habe es geschafft. Ich habe ein Update gemacht. Ja, endlich. Es ist lange her. Aber ich habe jetzt endlich mal Zeit gefunden. Und ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Eingezogen sind Bitterlingsbarben Puntius Thetaea oder Puntius Thetaea. Thetaea, Entschuldigung. Bitterlingsbarben. Hier zeigen die beiden gerade direkt mal sehr eindringlich die Geschlechtsmerkmale. Und zwar sind die Weibchen sehr goldfarben, die Männchen eher rot. Auch von den Flossenformen her sind sie ein bisschen unterschiedlich. Die Männchen sind tendenziell auch ein bisschen kleiner wie die Weibchen. Und die Weibchen ein bisschen fülliger. Genau, hier haben wir auch nochmal ein Männchen. Die waren da natürlich noch ein bisschen blass, ne? Ich meine, die waren da gerade frisch eingezogen, hatten noch ein bisschen Stress. Jungfische auch noch. Genau. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Tut mir leid. Ich höre mich ein bisschen komisch an, aber ja. Ja, zum Verhalten. Also die sind wirklich vom ersten Tag an am Balzen. Da habe ich jetzt hier schon mal einen Teil von den Videos, wo die gebalzt haben. Die Männchen machen wirklich, also die lassen keine Fünfe gerade sein. Die sind absolut nicht zimperlich miteinander. Da werden die Flossen aufgestellt, da wird sich gegenseitig geboxt und gehauen und was auch immer. Also sie sind schon sehr, ist schon viel Action, ne? Ja, sieht man hier auch, ne? Ja. Und so ist das, wie gesagt, wirklich vom ersten Tag an. Also die sind, da ist immer Action, da ist immer was los, ist nie langweilig, ist immer was zum Gucken. Und es ist auch eine schöne Mischung an Männchen und Weibchen geworden tatsächlich. Ich habe 19 Stück gekauft, eigentlich geplant waren nur 15, aber dann hatte ich irgendwie 19 im Netz und dann waren es halt 19. Gut, nehmen wir 19 mit. Und ich habe auch bis auf einen, glaube ich, noch alle, wenn ich richtig gezählt habe. Es kann aber auch sein, dass zwei fehlen. Aber einen weiß ich auf jeden Fall, dass der gestorben ist. Das war auch ein Kleinwüchsiger, der ist von Anfang an nicht mitgewachsen. Und da habe ich halt gesagt, gut, solange wie er klarkommt und frisst und nicht leidet, hat er auch bis zum Schluss nicht. Also ja, genau. Und als zweiter Besatz sind dann die Dornaugen eingezogen. Die Pangeoseminicida sind im Handel oft erhältlich als Pangeoculi, sind aber wohl in der Regel die Seminicida, wenn ich es richtig ausspreche. Genau, ja. Entschuldigung, dass ich mich ab und zu räuspern muss, aber ich kann ganz schlecht sprechen momentan. Ja, sind wirklich ganz toll Vertreter. Ganz putzige Tiere, wie die dann immer so in dem Sand rumwühlen und ja, in den Sand filtern. Es ist schon sehr spannend und die sind halt auch echt feilschnell, ne? Also sie sind feilschnell. Man kann die manchmal gar nicht beim Schwimmen filmen, weil die einfach zack in Millisekunden vom einen Beckenrand zum anderen schwimmen. Wirklich absolut cool. Ja, ich habe noch da drin Neocaridina davidi in der Blue Dream Variante. Allerdings in allen Farbvarianten der Blue Dream Reihe, Linie, wie auch immer. Von hellblau bis mittelblau bis dunkelblau bis schwarz bis teilweise mit braunem Rückenstreifen, rotem Rückenstreifen. Also ich habe sogar auch schon Rückzüchtung zu rot gehabt. Also es ist wirklich alles dabei. Ist ganz hochinteressant. Genau. Ja, ist ein ganz, ganz alter Stamm. Also schon sehr, sehr etabliert über viele Jahre. Und ja, die Dornaugen hier, die quetschen sich überall durch. Es ist einfach faszinierend. Wirklich, die finden überall irgendwie. Hier haben wir jetzt ein Weibchen, verfolgt von mehreren Männchen. Hier das Weibchen vorweg und die Männchen immer hinterher. Bei den Barben ist es wirklich so, dass sie schon sehr, ja, fordernd sind, ne? Also da wird wirklich das Weibchen durch die Gegend gescheucht. Es wird sich zwischendurch gekloppt, mal an den Haaren gezogen, auf die Mütze gehauen und sonstiges. Genau, das sieht man hier halt auch echt gut. Also es wird, wie gesagt, das Weibchen immer ein bisschen vorweggetrieben, dann die Männchen hinterher und ja, teilweise in einem ganzen Bulk. Ja, also es ist schon viel zu gucken, wenn man da so davor sitzt und
man hat immer was zu beobachten. Es ist überhaupt nie langweilig mit denen. Die sind schon sehr pfiffig. Ja. Also bin ich absolut begeistert von meiner Wahl, immer noch. Und ich finde die auch wirklich wahnsinnig schön. Die Weibchen mit ihrem Goldstreifen, der manchmal so richtig fast schon fluoresziert. Auch teilweise die Schuppen bei den Männchen und auch bei den Weibchen sind auch teilweise ein bisschen grünlich am Rücken. Auch faszinierend. Also es sind wirklich wunderschöne Tiere, das muss man einfach mal so sagen. Ja, und ich habe auch beobachten können, dass abgeleicht wurde. Das passiert also durchaus. Allerdings, dank der Bodenbewohner wird sich da weder von den einen noch von den anderen, also weder von den Neocaridina viel durchringen. Das glaube ich auch ganz fest, dass es da schwierig wird, dass sie sich hier drin etablieren, dass sie sich vermehren. Und bei den Bitterlingsbarben denke ich auch, das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Vor allem ein Nehmen. da werden sich keine Eier entwickeln, das glaube ich nicht. Und wenn, dann ist es wirklich Zufall. Dann hätte in der Zeit jetzt schon viel mehr passieren müssen und viel mehr sichtbar werden müssen. Ne? Genau. Ja, ich komme, glaube ich, langsam jetzt zum Futter. Was füttere ich? Ja, und da komme ich direkt zu meinem Konzept. Ich habe ja mit Naturstoff, mit dem Namen schon einen Sinn dahinter gesucht und ich bin schon jetzt eine Weile in der Pferdefütterung ganz eindeutig für eine bestimmte Art der Fütterung und zwar die natürliche Fütterung. Und bei den Fischen ist das jetzt quasi auch so mein Pilotprojekt, dass ich das ausschließlich auf natürlicher Basis machen möchte. Ich weiß, dass das auch durchaus gemacht wird und bin hier jetzt aktuell bei gefriergetrockneten Artemia, Tubifex und Daphnien. Und das ist auch ausschließlich das, was ich fütter, inklusive der Spirulina-Tabs oder Sticks. Und ja, das tue ich abwechselnd schon mal entweder oben reinwerfen oder wie hier an die Scheibe kleben oder wie Flockenfutter verteilen. Oder ich verteile das so ein bisschen im Wasser mit den Fingern dann so. Genau, dass auch alle was abkriegen. Und ich glaube, es kriegen noch alle was ab. Es sieht zumindest so aus. Also es werden alle, sehen alle gut aus und sind auch vital und fit. Und auch die Farben haben sich prächtig entwickelt. Genau, und da bin ich wirklich absolut mittlerweile fast überzeugt von, muss ich sagen. Also ich glaube, man muss sich da so ein bisschen einfriemeln, weil man kann da schon sehr schnell ein bisschen zu viel füttern. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist bis jetzt gut gelaufen. Genau. Und ja, auch so vom, wie sich das Aquarium entwickelt hat, bin ich auch der Meinung, es kommt genug Nährstoffe rein und die Pflanzen wachsen. Das ist schon mal so fast die Hauptsache, sage ich mal. Ne? Und ja, bei den Dornaugen bin ich mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie viele noch da sind von den 5, die ich am Anfang eingesetzt habe, weil man die so schlecht durchzählen kann. Die verstecken sich halt echt gut. Und je mehr das zukrautet, also je mehr da wächst an Pflanzen, desto weniger sehe ich die. Und die sind wirklich Meister im Verstecken. Also die schlupfen durch irgendwelche Steinspalten, die graben sich Tunnel unter den Steinen durch. Also die sind schon flink, muss man schon so sagen. Und dementsprechend, ja, sehe ich sie halt nicht ganz so oft. Ich kann sie nicht wirklich durchzählen. Das hat eigentlich am ersten Tag schon nicht mehr geklappt. Und ich hatte halt eine dabei, die war schon sehr klein und sehr dünn. Ob die noch da ist, weiß ich nicht. Ob die sich mittlerweile entwickelt hat, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber es sind auf jeden Fall 3 Stück auf jeden Fall noch drin, weil ich sehe immer mal 3 Stück auf einmal. Aber ich sehe eben auch, also die befinden sich schon so in diesen Inseln, die ich gebaut habe. Ich habe ja auf beiden Seiten so Steinaufbauten und so und sie halten sich schon da auf. Und sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Deswegen kann es durchaus sein, dass noch alle da sind. Und ich werde auch noch ein bisschen aufstocken, habe ich mir gesagt, weil ich auch gehört habe, dass sie in einer größeren Gruppe auch ein bisschen mehr sich zeigen. Und das wäre halt schön, weil ich würde sie schon gern mehr sehen. Sie sind schon toll. Ich finde sie wirklich sehr schön. Und es sind wirklich auch wirkliche Charaktertiere. Das kann man echt so sagen. Also die sind schon klasse. Und ja, wie gesagt, ich kann mich daran nicht satt sehen und ich hoffe, dass ich mit ein paar mehr dann auch ein bisschen öfter sehen werde.
Genau, ansonsten habe ich vom Besatz her noch nicht so wirklich hundertprozentig, bin ich mir nicht sicher. Also es kann durchaus sein, dass noch eine andere Sorte Bärblinge dazu kommen. Ich habe schon mal überlegt, Zebra-Bärblinge, weil die passen auch von den Wasserwerten ganz gut. Ich habe ja hier eher basisches Wasser, das heißt also eher einen hohen pH-Wert. Ich strecke das Wasser mit Osmose. Das heißt, ich mache keine großen Wasserwechsel, ich tue nur Wasser nachfüllen. Aber ich muss halt dadurch, dass ich einen halboffenen Deckel habe, jede Woche nachfüllen. Ne? Und das klappt wirklich gut. Am Anfang habe ich so ein bisschen Probleme gehabt mit Schaumbildung. Das sieht man hier jetzt ganz gut, weil ich doch das Futter wahrscheinlich etwas überdosiert habe. Ich bin dann jetzt darauf hingegangen, dass ich ein bisschen niedriger das Futter dosiere und es klappt jetzt ein bisschen besser. Karmhaut habe ich halt auch immer mal. Also das kommt auch immer darauf an, wie ich den Wassereinfluss wieder, ob ich den so mache, dass der sprudelt, dass der gluckert, oder ob ich den unter Wasser stecke, ne? Dass er dann, ja, dann bildet sich halt mehr Karmhaut. Genau, Fadenalgen habe ich hier und da mal, aber das ist für mich absolut okay, da bin ich völlig entspannt. Es darf hier und da mal eine Fadenalge sein. Ich mache das dann mal weg, wenn mich das stört, aber wenn da sich jetzt eine verirrt und mal so ein bisschen wächst, ist okay, ne? Ich habe das Moos mittlerweile auch rausgeworfen, weil das sich halt, das ist halt so ein Garant für Fadenalgen. Also da bilden die sich eigentlich immer zuerst oder an den Schwimmpflanzen. Und ja, ich bin auch optisch nicht mehr so begeistert von dem Moos. Ich möchte lieber gern was anderes haben. Und ich habe mich jetzt, ich hatte dann nochmal den Kongo-Farn gekauft, als ich die Fische gekauft habe. Passt zwar eigentlich nicht zu Asien, aber ich fand den so toll und dann habe ich gedacht, komm, probierst es damit. Und der findet das Wasser gut. Also der wächst ganz toll. Finde ich ganz klasse, will ich auch mehr von haben. Ja, genau. Dann jetzt nochmal zu den Fischen. Also hier haben wir jetzt ein Dornaugen, ich vermute ein Weibchen, weil es war schon ein ziemlich großes Tier. Das hier vorne ist halt eher ein schmaleres gewesen, wobei es auch eigentlich recht groß war. Dann war halt eins dabei, das war halt immer ein bisschen schmaler. Ich glaube, das habe ich gleich auch nochmal irgendwo drauf. Und ja, da bin ich auch mit den Geschlechtsmerkmalen noch nicht so ganz schlau draus geworden, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich noch ein bisschen üben, weil da habe ich einfach noch nicht so wirklich die Beobachtungszeit für gehabt in der Vergangenheit. Ja, hier haben wir jetzt auch nochmal Walzverhalten. Ein sehr dickes Weibchen. Ich vermute, Eier tragen zu dem Zeitpunkt schon. Kann ich auch noch nicht so 100% sagen mit dem Laichansatz und so. Das muss ich mich noch ein bisschen mit befassen. Aber es war schon dann so, dass dann, als die Weibchen dann noch größer geworden sind, sich dann schon vermehrt gezeigt hat, dass da auch was passiert. Ne? Dass da auch wirklich eine Eiablage passiert. Ich habe es dann auch ein oder zweimal schon beobachtet. Also es passiert. Ich denke halt nur nicht, dass die Eier wirklich sich irgendwie entwickeln können. Dafür ist da zu viel los. Genauso auch die Dornaugen, die sind ja sowieso so, dass die in der Regel sich nicht fortpflanzen oder dass es dann eher Zufall ist, dass man das gezielt auch gar nicht richtig, ja, nicht wirklich machen kann. Und bei den Neocaridinas ist es ähnlich. Ich glaube, da kommen keine Jungtiere hoch. Ich sehe immer Eier wieder unterm Panzer, aber ja. Ich habe natürlich auch die Neocaridinas, die sind ja so extremst groß in diesem Aquarium. Ja, bin ich immer wieder erschrocken. Hier sehen wir jetzt auch die Turmdeckelschnecken. Tatsächlich haben sich die Turmdeckelschnecken überhaupt nicht mehr richtig vermehrt. Also ich sehe ganz wenige nur noch und auch bei den Babys sehe ich immer sehr viele leere Häuser. Kann ich auch nicht genau sagen, warum. In meinem Cube sind die eigentlich immer ziemlich, ja, ziemlich viele gewesen, aber irgendwie wollen die hier nicht so. Ich meine, die Posthörner, die vermehren sich schon sehr stark und ich habe halt hier und da mal eine Blasenschnecke. Und das war es eigentlich auch. aber die Blasenschnecken vermehren sich auch nicht großartig. Also die Posthörner sind schon dominant und ja, normal war das mit Turmdeckelschnecken nie so ein großes Problem, aber irgendwie wird es nicht so wirklich. So, bevor wir dann jetzt an das nächste. So, bevor wir jetzt gleich zum aktuellen Stand des Beckens kommen, hier nochmal ein kurzer Einblick in das Becken am Anfang, wo die Fische zu mir gekommen sind. Und dann switchen wir jetzt gleich von diesem wunderschönen
Schwarm- oder Gruppenverhalten zu der aktuellen Lage der Dinge. Genau. Ja, also das ist jetzt das Aquarium aktuell. Man sieht, es ist viel gewachsen. Es ist ein viel, ja, Susi, du kriegst gleich was zu essen. Es ist ein sehr kleiner, großer Urwald geworden. Und ja, das Kirschblatt ist natürlich die Primärpflanze geworden, obwohl ich eigentlich gehofft habe, dass die Ludwigie sich ein bisschen mehr durchsetzt, aber tatsächlich ist es das Kirschblatt geworden. Finde ich auch sehr schön. Dieses Hellgrün hat eine ganz tolle, macht eine ganz tolle Atmosphäre, finde ich. Und ja, grundsätzlich wächst eigentlich fast alles. Also die Kryptokorien wachsen, die sind natürlich ein bisschen klein. Das liegt aber auch daran, dass ich Strahler oben drüber habe und das Licht doch sehr intensiv ist im Vergleich zu meinen vorherigen Lampen. Da haben wir dann in der Mitte den Kongo-Farn auf dem Holz. Finde ich ja absolut toll. Guckt euch diese wunderschöne Pflanze an. Ich finde die einfach klasse. Mega. Ist zwar eigentlich afrikanisch oder südamerikanisch, aber, ja gut, Kongo ist Afrika, ja. aber ich finde die trotzdem, die passt perfekt da rein. Mir gefällt die einfach. Auch das Gras hat sich etabliert ein bisschen. Ist buschiger geworden, ist breiter geworden, hat Ausleger gebildet. Also auch das macht das, was es soll. Gefällt mir saugut. Und auch die Kryptokorien, wie man hier sieht, bekommen immer mehr Blätter. Klar, die haben auch immer schon mal Lochblätter, ne? Wie hier die große. Aber das ist okay. Also da habe ich auch überhaupt keinen Stress mit. Ich fange da trotzdem jetzt nicht an zu düngen, weil es läuft trotzdem von alleine so gut wie, ne? Ja, die Ludwigien haben jetzt unterhalb ein bisschen die Blätter verloren. Da werde ich jetzt die Tage noch ein bisschen umstecken, nochmal ein bisschen oben abschneiden, einstecken und genau, dass wir da nochmal so ein bisschen dichtere Bepflanzung bekommen. Obwohl ich das jetzt natürlich gerade sehr cool finde, dass man die Dornaugen ein bisschen besser sieht. Genau, an der Schwimmpflanze ist auch ganz interessant, der Froschbiss hat sich nicht etabliert. Also der Froschbiss ist eingegangen komplett, die Salvinia ist geblieben. Ja, also die hat sich sehr stark vermehrt in der letzten Zeit, da muss ich jetzt ein bisschen mal absammeln. Genau, hier haben wir mal ein bisschen Blick auf die Pangeos. Also es gibt sie noch und sie sind da und da hinten ist auch noch eine. Also es sind welche da. Ich weiß, wie gesagt, nur immer nicht genau, ob es noch alle sind. Ist schwierig zu zählen. Ja, genau. Ja, da sieht man auch noch mal ein bisschen das Gras und so. Klar, ich habe hier und da mal, da sieht man auch, da fliegt immer so eine Fadenalge rum. Ah ja, gut, ich sammle die dann halt mal ab und dann ist gut. Ne? Und ja, auch Posthornschnecken in Hülle und Fülle. Hier in der Mitte ist natürlich auch so mal, hier da sammelt sich immer so ein bisschen der Dreck, aber ist auch okay. Darf auch sein. Ja, wenn das keine Überhand nimmt und zwischendurch mache ich es mal sauber ein bisschen weg und saug es mal vielleicht ein bisschen ab, aber mich stört es nicht. Ich finde, es ist ein schönes, geschlossenes System geworden. Es gefällt mir sehr gut und hier sieht man auch nochmal die Monstergarnelen. Also wie gesagt, ich bin einfach das nicht gewohnt, dass ich so große Garnelen habe. In den Cubes habe ich die so groß nicht gehabt. Bin immer wieder fasziniert, wie riesig die hier drin werden. Und das sind schon Monsterchen. Aber ich finde es toll. Es werden auch vielleicht auch noch Amano-Garnelen dazu kommen. Genau. Und hier war jetzt gerade nach dem Futter. Ich habe da eben ein bisschen Futter reingeworfen. Da sieht man, die haben sich schon echt entwickelt. Ne? Die sind schon rot, die Männchen. Die haben Farbe, die haben Kraft, die haben Saft. Die sind, ach, mir gefallen die gut. Also sie sind auch, glaube ich, recht gut gefüttert. Ich glaube jetzt nicht, dass sie alle mager sind oder so. Ich hoffe, dass ich da die richtige, ja, den richtigen Mittelweg gefunden habe. Und genau, muss ja irgendwie für mich funktionieren auch, ne? Ja, dann habe ich zum Schluss nochmal hier nochmal ein schönes Farbbeispiel von den Neocaridinas und dann nochmal das Monsterchen. ja, eine, da ist auch so ein Fadenalgenballen, das ist halt echt ein Monster. Ein weibliche Neocaridina, Wahnsinn. Also die werden echt so riesig. Und ja, wenn ihr hier noch eine Idee habt wegen den Turmdeckelschnecken, die Häuschen sind halt oft leer im Jungtieralter. Wenn ihr da noch eine Idee habt, warum das so ist. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, weil die Posthörner sich vermehren wie die Verrückten. Irgendjemand frisst die, habe ich immer so das Gefühl, ich weiß nur nicht wer. Aber wenn ihr noch eine Idee habt, wie die sich vielleicht besser etablieren, immer her damit. Und ansonsten möchte ich noch abschließend sagen, wir haben die Möglichkeit, uns gegenseitig zu respektieren. Und ich möchte da einfach nochmal so ein bisschen dran erinnern, grundsätzlich in der Tierhaltung, und das ist ziemlich egal welche, ich glaube, das oberste Gebot, was wir uns setzen sollten, ist das Wohl der Tiere. Wir haben da etwas, was uns anvertraut wurde,
oder was wir uns anvertraut haben, ja, was wir entschieden haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ein Maß finden, dass wir den Tieren das Bestmögliche bieten, aber auch nicht vergessen, dass wir eben nicht über Leben und Tod immer genau entscheiden können, sondern dass da die Natur auch mit reinspielt. Wir können aber in einem bestimmten Maße dazu beitragen, dass es den Tieren gut geht. Und ich denke, an zweiter Stelle sollte stehen, dass wir es auch bewältigen können. Ja? Es bringt nichts, dass wir uns überschlagen, nur um das geilste Aquascape zu haben und dabei aber die Tiere vergessen oder uns selbst vergessen. Genauso auch bei der Biotop-Aquaristik oder egal welche Form. Wir müssen fähig sein oder uns fähig halten, dass wir das langfristig mit Spaß und mit Tierwohl leisten können. Und da gibt es verschiedene Wege und da sollten wir uns gegenseitig respektieren und das akzeptieren, dass jemand vielleicht weniger düngt, mehr düngt. Also, dass wir das bewältigen können. Ich glaube, die Bewältigung ist da ganz wichtig. Also, nur um es nochmal zu verdeutlichen, es bringt nichts, sich zu überschlagen mit seinem Hobby, die Lust dran zu verlieren und das auf dem Rücken der Tiere. Dann lieber einen Gang zurückschalten und sagen, weißt du was, ist besser so, es kann auch mal Alge drin sein, es kann auch mal dies, es kann auch mal das, können mal 5 Grad sein, aber dafür geht es den Tieren gut. Und ich glaube, das sollte unser höchstes Prinzip sein. Und ja, das ist einfach so ein bisschen mein Herzenswunsch, dass wir uns gegenseitig respektieren und das akzeptieren, dass es verschiedene Wege gibt. Egal in welcher Tierhaltung. Und dass manchmal ein Gang zurück, ein Gang vorwärts ist. Okay, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.